Und einige dieser Sachen erstaunlicherweise passierten. Und es war Mr. Schofield über einen Zeitraum von 5 Jahren, bevor er starb mit 94, der mir erstaunliche, einfache Dinge beibrachte. Und er ging nur zur Schule bis zur 9. Klasse. Er hat niemals das Gymnasium beendet, ist zur Uni gegangen oder hat studiert. Also packte er seine Ideen und seine Erfahrungen in ganz einfache Sprache. Und ich denke, für mich, ein Kind von einer Farm aus Idaho, diese Einfachheit war so wichtig. Denn wenn es zu technisch gewesen wäre, hätte ich es verpasst. Und wenn es zu mysteriös gewesen wäre, hätte ich mich verzogen. Aber es war nur einfaches, simples ABC, bekanntes Zeug, an das ich vorher nicht gedacht hatte. Und er begann mich daran zu erinnern und diese Ideen veränderten mein Leben. Mr. Schofer war der, wenn ich sagte, das ist alles, was Sie zahlen. Dann sagte er, du arbeitest da schon seit 6 Jahren. Wie kann es sein, dass dir nicht besser geht? Und ich sagte, das ist alles, was die Firma zahlt. Und er sagt, das stimmt nicht. Ich sagte, nein, das ist mein Lohnzettel. Das ist alles, was die Firma zahlt. Und er sagte, nein, das ist alles, was die Firma dir zahlt. Und ich dachte, das ist auch eine Art, wie man sehen kann. Und er sagte, zahlt die Firma nicht 2, 3, 4, 5 Mal mehr an andere Leute? Und ich sage, ja klar. Und er sagt dann, das ist auch nicht alles, was die Firma zahlt, sondern was sie dir zahlen. Und wenn du qualifiziert wärst, würde dein Einkommen nicht auch 2, 3, 4, 5-fach wachsen? Ich sage, ich nehme das an. Also müssen wir nicht an der Firma arbeiten, sondern wir müssen an dir arbeiten. Also das war der Anfang von dem, was er beschrieb als die Phrase persönliche Entwicklung. Ich sagte zu ihm, alles ist viel zu teuer und er sagte, du kannst es dir noch nicht leisten. Ich sagte, gut, das ist auch ein neues Konzept. Daran habe ich auch noch nicht gedacht. Weißt du, wir packen einige von den Sachen auf das obere Regal, damit du nicht drankommst, bis du qualifiziert bist. Wenn du die Dinge auf dem oberen Regal willst, musst du auf den Büchern stehen, die du gelesen hast. Mit jedem Buch, das du liest, stehst du ein bisschen höher, damit du die Dinge auf dem oberen Regal erreichst. Ich lernte diese Konzepte, die waren so unglaublich. Und hier ist das Allerwichtigste. Erfolg ist etwas, das du anziehst durch die Person, die du wirst. Diese Phrase hat mein Leben verändert. Erfolg ist etwas, was du anziehst durch die Person, die du wirst. Erfolg ist nicht etwas, das du verfolgst. Ist wie ein Schmetterling jagen, du fängst ihn nie wirklich. Erfolg ist etwas, das du anziehst, dadurch, dass du eine attraktive Person wirst. Das waren ganz neue Konzepte für mich. Ich arbeite nur, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hier ist, was er mir gesagt hat. Das hat mein Leben verändert. Ich hatte die Chance, das in Moskau zu lehren und überall in Russland. 3 Besuche und jetzt der 4. Hier ist, was Schof mir beibracht. Profit ist besser als Einkommen. Das hat mir keiner auf der Uni beigebracht. Keiner hat mir das erzählt. Ich ging 1 Jahr zur Uni und niemand hat mir das beigebracht. Profit ist besser als Gehalt. Gehalt finanziert dein Leben, aber Profit dein Reichtum. Aber wie kannst du beides erreichen? Leben und Reichtum. Er sagte, ja, du kannst Teilzeit an deinem Reichtum arbeiten und Vollzeit an deinem Lebensunterhalt. Ich dachte, wow. Jetzt macht es wieder Spaß, morgens aufzustehen. Nicht um in der Früh nur zur Arbeit zu gehen, um die Miete zahlen zu können, sondern aufzustehen und zur Arbeit zu gehen und ein Vermögen zu machen. An erster Stelle den Lebensunterhalt für meine Familie und an zweiter den Reichtum. Und er brachte mir beides bei, mein Lebensunterhalt und Reichtum. Ich lernte, wie ich mein Leben finanziere und Reichtum. Und ich fand heraus, dass jeder es tun kann, sobald er die Information hat. Und als ich dann 25 wurde, habe ich diese erstaunliche Information erhalten. Und das hat er gesagt, dein Einkommen steckt in direkter Verbindung mit deiner Philosophie und nicht mit der Wirtschaft. Und ich dachte, niemand hat mir das je erzählt. Und ich dachte, die Wirtschaft muss sich ändern, aber deine Philosophie muss sich ändern. Ich versicherte ihm, dass ich meine Finger kreuze, aber das würde nicht helfen. Aber was sollte ich tun, um mein Einkommen zu ändern, zu multiplizieren mit 2, mit 5, mit 10 und dann nochmal mit 10? Was sollte ich tun? Und er gab mir die Disziplin, den Prozess, die Fähigkeiten, mein Leben zu verändern. Das war ein erstaunlicher Mann. Das waren erstaunliche Zeiten für mich. Lebensverändernd. Auf jegliche Art, wie du es dir vorstellen kannst. Aber ganz einfache ABC-Konzepte. Und das habe ich gelernt. Nicht nach Exotik suchen, bevor du die Basis gefunden hast. Und diese Grundphilosophien, die er damals mit mir geteilt hat, waren lebensverändernd. Er nannte sie Persönlichkeitsentwicklung.